das Gold dieser Welt verteilt. Darum habe ich mich gekümmert und habe überraschende Ergebnisse zu präsentieren. Circa 36.000 Tonnen des gelben edlen Metalls finden sich in den Währungsreserven der Zentralbanken dieser Welt. 141.000 Tonnen befinden sich weltweit in privater Hand. Davon sind ca. 46.000 Tonnen als Anlagegold weggeschlossen und ca. 95.000 Tonnen in Form von Schmuck in Privatbesitz. Wie ist das in Deutschland? In Deutschland sagt man, dass die Deutsche Bundesbank ca. 3.600 Tonnen Gold besitzt. Ein Großteil davon, ca. ein Drittel, ist gelagert in den USA. Ein weiteres Drittel ist gelagert in London und das letzte Drittel soll in den Tresoren der Bundesbank lagern. Weit mehr Gold als die Bundesbank besitzen die deutschen Bürger. Circa 9.100 Tonnen Gold befinden sich in Deutschland in Privatbesitz und circa 75% der deutschen Bürger haben angegeben, sich demnächst Gold zulegen zu wollen. Das alles ungeachtet des angeblich hohen Preises. Warum sage ich angeblich hoher Preis? Weil Gold hat keinen Preis, Gold hat einen Wert. Für eine Unze Gold hat man vor 100 Jahren die gleichen Warenmengen bekommen wie heute. Dass vor 100 Jahren die deutsche Goldmünze 20 Reichsmark heute einen Wert von ca. 420, 430 Euro hat, drückt nicht den gestiegenen Preis des Goldes aus, sondern den Verfall des Papiergeldes als Messgröße. Noch mehr Privatbesitz am gelben Metall als in Deutschland gibt es in Indien. Man geht davon aus, dass es ca. 25.000 Tonnen gibt. Damit ist Indien nominal der größte Privatgoldbesitzer auf dieser Welt. Man muss das allerdings in den Maßstab rücken, denn Indien ist ein Milliardenvolk, Deutschland sind nur 80 Millionen Menschen, nur im Vergleich natürlich zu Indien. Darum ist der Goldbesitz pro Kopf natürlich in Deutschland höher als in Indien. In Indien dafür weniger verbreitet das Anlagegold. Indien hat eine sehr hohe Goldschmuckaffinität. Kaum eine Feier, bei der nicht Gold verschenkt wird. Traditionell ist die indische Hochzeitssaison, die mit ihren Goldankäufen am Weltmarkt sogar Einfluss hat auf den Goldpreis. So viel für heute zu unserem Thema, in wessen Händen ist das Gold? Das heißt, die privaten Hände haben deutlich mehr Gold als die Zentralbanken. Eins ist dabei noch zu berücksichtigen, ergänzend, bevor ich mich verabschiede. Die Werte des Goldbesitzes bei Zentralbanken gehen immer mehr in den Bereich der Schätzung, weil längst nicht alle Zentralbanken offenlegen, wie viel Gold sie in ihrem Besitz haben. Zuletzt hat sogar die USA, der Finanzminister der USA, eine konkrete Auskunft darüber verweigert, wie hoch die Goldreserven der USA sind. Das öffnet Spekulation natürlich Tür und Tor. Von die Fort Knox Lagerräume sind längst besenrein übergeben, bis hin zu vielleicht existiert nicht mehr alles. Also ich möchte mich diesen Spekulationen natürlich nicht anschließen. Fakt ist, die USA haben eine dramatische Staatsverschuldung und da guckt man natürlich in alle Ecken, wo man was holen kann. Das soll es für heute gewesen sein. Für die
Aufmerksamkeit bedanke ich mich. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen nach oben anklicken. Schreibt gerne Kommentare. Abonniert bitte unseren Kanal. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Genießt das Leben.